Im wunderschönen Monat Mai, dichtete einst Heinrich Heine. Doch, wie wir aus Robert Schumanns großartiger Dichterliebe wissen, wollte Heine am Ende Liebe und Schmerzen in einem gewaltigen Sarg im Meer versenken. Doch daraus wurde nichts, und die Geschichte von Liebe und Schmerzen ist wohl für Heine wie für uns alle eine unendliche. Der wunderschöne Monat Mai war auch für unsere Hochschule ein ganz besonderer Monat. Schmerzen vielerlei Art, und dies sei deutlich gesagt, bereitet uns angesichts der immer noch gärenden hochschulpolitischen Situation im Lande die Tatsache, dass unsere Hochschule mit dem niedrigsten Betreuungsdurchschnitt aller 5 Musikhochschulen geschlagen ist. Das bedeutet, die Hochschule für Musik Karlsruhe kann auf anerkannt beste Leistungen verweisen, diese sind aber allein dem hohen und idealistischen Einsatz aller Mitglieder der Hochschule zu verdanken. Wir sind seit langem hervorragend zukunftsorientiert und berufsbezogen profiliert. Wir halten die Zahl unserer Studierenden so ein, wie sie uns 1998 bzw. 2004 vom Ministerium benannt wurde. Doch, und das ist entscheidend und dies ist bedrückend, in Relation zur Zahl unserer Studierenden haben wir die wenigsten Lehrkräfte aller Musikhochschulen des Landes. So kann ich allen Dozentinnen und Dozenten nur danken für die überragend gute und persönliche Betreuung unserer Studierenden, die es als Privileg betrachten, in Karlsruhe auf Campus One Schloss Gottesaue zu studieren. Der niedrigste Betreuungsdurchschnitt aller 5 baden-württembergischen Musikhochschulen aber bedeutet, und dies bereitet große Schmerzen, die vom Wissenschaftsministerium auferlegten Maßnahmen für alle 5 baden-württembergischen Musikhochschulen treffen unsere Hochschule besonders hart. Wir haben nicht die Möglichkeit, wie vom Ministerium benannt, W3-Professuren auf W2 abzusenken, ohne an Attraktivität und Qualität zu verlieren. Wir haben nicht die Chance, durch sinnvolle Absenkung der Studierendenzahl auf die vorgegebenen Zahlen bei gleichbleibender Lehrkapazität die Qualität der Lehre zu steigern. Die sinnvolle und überfällige Anhebung der Gehälter der Lehrbeauftragten um 20% ist von uns nur unter größten Schwierigkeiten zu leisten. Zudem trifft es uns besonders hart, wie alle anderen Hochschulen auch, 2 W3-Professuren in einen Pool abgeben zu müssen, aus dem noch zu schaffende Landeszentren, das heißt besondere Landesschwerpunkte, gespeist werden sollen. Hier halte ich ein. Denn wenn es stimmt, dass der Mai ein Wonnemonat ist, möchte ich Sie nicht länger mit all dem belasten, was Kanzler Scherer wie mich und alle Rektoratsangehörigen derzeit täglich belastet und beschäftigt. Der Wonnemonat Mai, und damit möchte ich fortfahren, hat unsere Hochschule wieder einmal in besonderer Weise vorangebracht, beschenkt, beglückt. Wir konnten die weltweit einzigartige Bibliothek des großen Sängers und Pädagogen Horst Günther zu uns holen. 3000 Bücher aus 4 Jahrhunderten zu allen Fragen und Themen des Gesangs und der Gesangspädagogik. Sie sind nun bei uns. Wahrlich ein großer Schatz, der nun nur noch ein Dach über dem Kopf finden muss. Hier hoffe ich, die Kavaliershäuser, die unseren Campus im Westen begrenzen, für unsere Hochschule gewinnen zu können. Weltstar Thomas Hampson sang für eine illustre Gästeschar im Rahmen unserer Benefizgala. Die Einnahmen aus diesem Event dienen dem Erwerb jener Horst-Günther-Bibliothek und der Renovierung der Kavaliershäuser. Des Weiteren, beim Kindermusikfest am Muttertag gab es rundum nur überaus glückliche Gesichter. 44.000 Milchzähne samt Verwandtschaft erlebten ein farbenreiches, ein prächtiges Fest. Und dass in diesem Rahmen das Musikmobil in Karlsruhe ankam, war wirklich ein Höhepunkt. Denn mit diesem von Heine Karlsruhe gesponserten Bus können wir künftig Kinder und Jugendliche dahin bringen, wo die Musik spielt,
Ich meine, es gibt nichts, was besser und sinnvoller wäre. Damit lebt in Karlsruhe, in unserer Stadt und Region, nun ein Projekt, das als Young Classics in Hamburg seinen Anfang nahm und inzwischen großartige Erfolge feiert. Und Campus One Schloss Gottesaue kann sich weiterhin eines neuen Alleinstellungsmerkmals glücklich schätzen. Die Horst-Günther-Bibliothek, Weltstar Thomas Hampson, das Kindermusikfest, das Young Classics Musikmobil und das Netzwerk zu seiner Nutzung, an dem wir schon eifrig arbeiten. Die Hochschule für Musik Karlsruhe ist der Zukunft zugewandt, ist allein Qualität und Erfolgen verpflichtet. Ich danke allen, durch deren hohen persönlichen Einsatz allein Projekte wie Benefiz Gala oder Kindermusikfest erfolgreich und professionell gelingen. Ich danke allen, die ideell oder praktisch uns unterstützen, allen, die das Musikmobil nach Karlsruhe gebracht haben, die unsere Hochschule für Musik Karlsruhe mit Herzensneigung und Tatkraft voranbringen. Ich danke Weltstar Thomas Hampson und stellvertretend Sternekoch Harald Wohlfahrt. Ich danke der Hochschulratsvorsitzenden, Frau Ehrensenatorin Michaela Dickgießer. Ich danke Frau Professorin Dr. Bogasch und Prorektorin Andrea Rabe, Dr. Wollermann von Young Classics Hamburg, Herrn Habermann von Heine Karlsruhe. Ich danke Julia Seitz, dem Hausdienst, dem technischen Dienst. Ich danke ganz persönlich meiner Assistentin im Rektorat, Frau Josephine Beinhauer, zugleich auch Kanzler Scherer. Ich danke allen Dozentinnen und Dozenten, den studentischen Helferinnen und Helfern, ohne die wir allein gelassen wären. Ich danke allen Genannten und allen Ungenannten von Herzen für all das Engagement für unsere Hochschule, für Campus One Schloss Gottesaue. Hochschule für Musik, Campus One Schloss Gottesaue, das sind wir alle zusammen. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam werden wir auch die Zukunft meistern für unsere Musik.